Das hier ist wohl der meistbegehrte Hering-Schichtsalat in Russland. Shuba nennt er sich. Der sieht hammermäßig gut aus und genau so schmeckt er auch. Ich zeig dir heute meine einfache Variante. Kartoffeln, rote Beete und Karotte habe ich vorab in kleine Würfel geschnitten. 4 Eier zum Kochen in den Gareinsatz gegeben, Wasser in den Mixtopf und bevor ich das Gemüse in den Varoma gebe, lege ich immer den Rühraufsatz rein, so kommen mehr Dämpfe durch. Nach der Kochzeit von 30 Minuten starten wir mit dem Schichten und hierzu verwendet ihr idealerweise eine Springform, so habt ihr auch eine wirklich schöne Form im Nachhinein. Und nach jeder Schicht Gemüse einfach nochmal eine ganz leichte Schicht Mayonnaise drüber streichen. Beim Hering und den Zwiebeln einfach in dünne Streifen schneiden und auch drüber verteilen. Die vorletzte Schicht sollte rote Beete sein. Dann habt ihr auch diese schöne, knallige, pinke Farbe im Nachhinein. Mit Kräutern bestreuen, ein bisschen ziehen lassen und dann servieren. Es ist einfach nur lecker. Guckt euch das mal an.